So, jetzt geht's gleich los. Wir machen heute den ersten Tag des Fettel Art Camps und ich freue mich auf die Jungs und die Mädels, die gleich kommen. Noch ist der Raum leer, das wird spannend. Wir haben ein Programm, wir beschäftigen uns mit dem Porträt, mit dem Selbstporträt, also auch mit der neuesten Form des Selbstporträts, dem Selfie auf Social Media, Instagram, also das, wo die Kids unterwegs sind. Aber wir wollen das Selfie erklären aus der Sicht der Kunst und deswegen machen wir heute einen kleinen Ausflug in die Kunsthalle. Wir gucken uns Selbstporträts von KünstlerInnen an, zeichnen diese und morgen werden wir zeichnerisch uns dem eigenen Selbstporträt, dem eigenen Selbstbild, dem Bild von uns widmen, um dann mit Fotografie zu arbeiten, das Selbstporträt in der analogen Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie, also wir werden knipsen mit alten Kameras, mit Filmmaterial, um dann am Ende diese Erfahrung zu nehmen, um dann digital zu arbeiten. Und ja, wir hoffen, dass wir gute Geschichten erleben und dass es ein spannendes Ding wird. Fettel Art Camp, Herbstferien 2020. Das ist dann das Bild, das Abbild von Menschen, die wir uns allgemein angucken. Also wenn ich ein Porträt von mir male oder mich fotografiere, wann ist das interessant, nicht nur für meine Familie, also meine Söhne, meine Frau, meine Onkel, Tanten, wie sehr man sich mit diesem Thema des Selbstbildes auseinandersetzt.
Ja. Unser zweiter SchülerInnen-Workshop hier in diesen Räumen, aber unser erster Workshop in den Raum hier auf der Veddel, Sieldeich 36. Und wir sind hier dabei, gerade den Veddel Art Space aufzubauen. Ich freue mich. Mit eurer linken Hand und dann geht ihr an euch so rum und sagt so. Und dann die Nase, Mund und Kinn. Das heißt, ihr scannt, ihr geht euer Gesicht mit der Hand ab und auch alle Details, auch die Wimpern, Augenbraue, Ohrläppchen, wirklich versucht mal ganz genau zu werden und untersucht mal das Ohr und versucht das dann wirklich so, hier ist so eine Schnecke und da geht es so rum. Einfach durch das Fühlen, was ich hier links fühle, auf rechts zu übertragen. Versteht ihr das ungefähr? Ist ein bisschen crazy. Und es kann auch sein, dass am Ende da auf dem Blatt Papier was ist, was irgendwie komisch aussieht. Egal. Es geht darum, dass ihr euch konzentriert, dass ihr sozusagen gleichzeitig dasselbe macht, fühlen und zeichnen. Okay? War halt ein bisschen, also ich habe es noch nie gemacht, noch zum ersten Mal, aber das ist so was Neues. Lust, wie man anfangen soll, aber dann nach ein paar Mal hat man dann das hingekriegt, so sich selber zu zeichnen. Weil blind, also mit Augen geschlossen, ist halt schwer, weil man sieht nicht, was man macht. Ja. Das ist eigentlich ganz okay. Wenn wir sehen, was ich dazu sagen soll. Es war. Naja, das Zeichnen, das war nicht so einfach. Also, aber. Das wurde ein bisschen einfacher, als man die Gewichtszeichen erfassen konnte. Also, ich fand es okay, ich fand es schwer, aber. Ja. Jetzt durch das Zeichnen, also Augen zu, habe ich dann gemerkt, dass ich dann eine künstlerische Eigenschaft selber habe. So. Und. Ja, ich fand es sehr schwer, ne? Weil ich mir zuallererst nicht vorstellen kann, wo Augen, Nase und das Brust positioniert werden sollen. Ja. Und das Gesicht an sich auch sehr schwer. Vor allen Dingen auch, wenn ich das gleichzeitig zeichnen soll. Wenn ich jetzt mit dem Augenbau antaste, dass ich dann gleichzeitig zeichne. Das ist auch normal. Man kann sich so leicht orientieren. Wenn man keinen Finger benutzt hat, aber ansonsten war das ganz okay. Also ich fand es auch ein bisschen kompliziert. Erstmal hat man sich halt dran gewöhnt.
Also ich bin nicht so gut. Beim ersten Mal hat wohl jeder nicht richtig das Beste gemacht. Und dann, wenn man das einmal drauf hat, dann hat man bestimmt auch ein Bild von sich selber gemacht. Und dann hat man aber auch versucht, ein Besseres zu tun. Ja. Hattest du denn zum Beispiel schon mal mit dem Material vorher gearbeitet, mit der Kohle? Ja, schon mal. Hattet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrung mit so einer Art und so? Okay, also da kommen wir auch später noch ein bisschen mehr auch zur Farbe. Also das, was ich gerne mache, ist Kampfsport. Ich mache Karate, ab und zu auch Kickboxen. Ich liebe die Natur und interessiere mich sehr für die Wissenschaft. Mein Reisetier ist eigentlich egal, Hauptsache es ist dort, wo es nicht zu modern ist, aber auch sehr viel Naturfreund ist. Also so, dass man halt zum Beispiel durch Wälder gehen kann oder zum Beispiel durch eine Wüste mal einen Ausflug machen kann. Ja, das interessiert mich sehr. Ich reise sehr gerne nach Marokko, weil da meine Familie ist. Und ich wünsche mir einmal nach Chefchaouen zu reisen. Weil da, also die blaue Stadt, und die ist auch sehr schön durch Bilder und durch die Bilder von Selma. Mhm. Und ich möchte auch sehr, sehr gerne über die Sahara besuchen. Zudem möchte ich auch nach Japan reisen. Zum einen wegen der Anime-Welt dort und wegen der Kultur. Und auch Mexiko bzw. Lateinamerika, weil mich dort ja, die Geschichte sehr interessiert. Mein Hobby ist Ballett, mein Reiseziel ist Amerika und ich interessiere mich für Kunst. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen Musik zu machen, Schlagzeug, habe dann auch mit 6 Jahren angefangen zu kochen gleichzeitig. Und weil ich so eine liebe Mutter hatte, die ist leider auch schon tot, aber ich hatte so eine liebe Mutter, die hat immer gesagt, mach doch, probier doch aus. Und dann, das Erste, was ich gemacht habe, war ein Pfannkuchen. Und die ersten gingen erst total in die Hose, aber dann wurde ich ganz schön gut. Und jetzt, glaube ich, bin ich ein ganz guter Pfannkuchenmacher. Aber ich koche auch sehr gerne alles andere. Da ich viel reise, was sehr schön ist, koche ich immer das, was ich in den anderen Ländern lerne. Ich war sehr viel in Asien, in Japan, in Korea und in China. Aber ich war auch viel in Spanien und ich war viel in Griechenland. Und ich war einmal in Ägypten und seitdem bin ich ein Fan von dieser ägyptisch-arabischen Küche und syrische Küche und das ist für mich das Größte. Und ich mache gerne diese kleinen Mäse, diese kleinen, oder in Spanien heißen die Tapas, also so ein Tisch voll mit vielen Kleinigkeiten, das ist, was ich gerne koche. Und Kunst ist irgendwie auch nicht so schlecht. Aber ihr seht, das ist die Reihenfolge. Vielleicht sind die beiden noch gleichzeitig. Und wenn ich jetzt auf so eine Insel müsste, dann würde ich, glaube ich, die Kunst auch weglassen können. Also gutes Essen, gute Musik auf der Insel, das, glaube ich, schmeckt mir ganz gut. Und was ich gerne als Hobby suche, ist halt sportliche Aktivitäten. Unterschiedlich. Gewichte heben, manchmal einfach nur bewegen. Ich lebe seit 23 Jahren auf der Vettel und habe 3 Brüder und generell eine sehr, sehr große Familie. Die meisten in der Familie leben in Marokko. Bin ich auf der Vettel groß geworden, mit sehr vielen Freunden aus anderen Ländern, vor allen Dingen aus der Türkei. Und somit bin ich auch in verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Zu Hause, marokkanische Kultur, mit meinen Freunden. Als ob du es abgeben würdest. Und meine Freunde, worüber wir leben, also was ich früher alle reiten gehen, mit einem türkischen Werten aufgewachsen. Und zudem habe ich eine große und liebevolle Familie. Also ich bin in Ägypten geboren, bin aber seit 15 Jahren in Deutschland. Ich war zuerst auf der Vettel, habe hier gelebt. Und später bin ich dann umgezogen nach Wilhelmsburg, wo ich jetzt auch wohne. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe 3 Geschwister. Mein Handy, das heißt mein Leben. Ich lege sehr gerne auf Klamotten und auf die PS4.
weil also macht Pixie spielen sehr Spaß. Ich spiele auch gerne für Gaia 20, wie Karl das immer macht. Mit neuen Sachen nicht so, also ich lege keinen Wert so wirklich auf bestimmte Sachen, aber wenn es sein muss, dann wäre es meine Brieftasche und mein Schlüssel. Mein Handy ist leider kaputt, aber es hat auch eine gewisse Freiheit bedeutet. Jetzt habe ich nur so ein kleines Schrott-Handy. Das würde ich mal bei meinem eigentlichen Lieblingsgegenstand. Jetzt habe ich gemerkt, wie doll ich meinen Laptop mag. Gitarre ist auch besonders wichtig, weil ich gerne mal spiele, aber auch Gesetzesbücher für mein Jurastudium. Die sind besonders wichtig, ich benutze sie zurzeit auch nicht so oft. Das ist ein bisschen schlecht für mein Studium. Aber das wollte ich. Hierzu wusste ich jetzt nicht, was ich genau aufschreiben soll, aber eigentlich mein Handy, weil es hat sehr viel Wissen und es ist sehr einfach zu bedienen, aber das Problem ist, es hat ja auch nicht so gute Seiten, wie zum Beispiel, dass man halt zu lange am Handy ist, was allgemein nicht gut für den Körper ist und aber auch, dass zum Beispiel Social Media, also sehr viele Leute werden durch Social Media beeinflusst, also nehmen eine Meinung ein, die sie eigentlich nicht vertreten. Dazu gibt es auch verschiedene Dokumentationen, die darüber sprechen, dass man sehr oft manipuliert wird. Das gefällt mir nicht so. Dazu, was für dich denn normaler bedeutet? Also, dass die Menschen gleich behandelt werden. Also, wenn ich Menschen sortieren will oder denen Gespräche halten will, will ich, also versuche ich, dir auch so ein bisschen so geschichtliche Hintergrundwissen mit einzubauen, weil ich finde, dass die Geschichte oder vor allen Dingen die Vergangenheit uns Menschen prägen zu dem, was wir heute sind. Vor allen Dingen lernt man, also kann man daraus Fehler vermeiden und sonst auch Fortschritte antreiben oder machen. Aber was ich verändern will, dass Frieden gibt und kein Rassismus. Ich mag rassistische Sachen nicht. Die Veränderung in der Welt, bei mir wäre das so eine Mischung aus Frieden und Spaß oder so, ganz grob, aber vor allen Dingen durch Gespräche und durch persönliche Veränderungen. Also das, was ich in dieser Transaktionsanalyse lerne, das geht viel in die Richtung, wie ist der Mensch so auf die Welt gekommen, an welchen Stellen kann er vielleicht nochmal selber was verändern und wie kann er vor allen Dingen selber autonomer werden. Wie gesagt, ich möchte gerne Lehrerin werden, das heißt, ich will ganz viel mit Kindern arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist mir das Thema Rassismus sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht richtig, also nicht alle, aber viele es nicht richtig verstehen. Und dann möchte ich dieses Thema an sich greifbarer machen für viele Menschen. Ja, das war's. Ich möchte, dass es Fairness auf der Welt gibt, also dass die Leute fair miteinander umgehen. Nicht mit einer voreingenommenen Meinung andere Menschen so behandeln, wie sie eigentlich nicht behandeln sollte. Diese voreingenommene Meinung hängt auch damit immer zusammen, dass man falsch recherchiert oder keine Ahnung, falsch. Das ist halt das mit dem Social Media, dass man Sachen sieht, die nicht stimmen. Und das soll halt, das möchte ich halt nicht. Ich möchte, dass jeder einfach jeden so behandelt, wie ein Mensch. Also jeder soll wie ein Mensch behandelt werden und nicht wie irgendwas anderes. Ja. Das ist vielleicht eher ein Wunsch oder so. Ich wünsche mir, dass jede oder jeder alles lernen kann. Also weltweit. Ich finde es so toll, dass ich irgendwie das Glück hatte, ich war ganz scheiße in der Schule, aber ich war in der Schule, ich durfte dann studieren und das war das Größte für mich, das war Hammer und seitdem lerne ich weiter und wenn ich mit euch arbeite, dann lerne ich auch was, wenn ihr erzählt mir Geschichten und so weiter. Also ich finde, jeder soll lernen dürfen und so viel wie er kann und so weiter und ich wünsche mir das besonders für diese Länder, die wo nicht so viel Geld ist und ich würde mir wünschen, dass es überall große Universitäten gibt und dass Bildung weltweit ein Recht ist. Recht auf Bildung für alle Menschen, sowie Luft und Wasser, sauberes Wasser, saubere Luft, Bildung und Brot und Liebe. Okay, sehr gut. Wenn ich morgens also allgemein im Spiegel schaue, dann denke ich mir immer so, ja, jeder Tag wird das Gleiche sein, so, was soll sich ändern? Jeden Tag kann etwas Neues passieren. Ja, und immer positiv denken. Das ist so
wenn man Fehler macht und den dann selber schon einsieht. Ja, und dann kann man sich über sich selbst lachen. Verschiedene. Man macht zum Beispiel, diskutiert über eine Sache und du sagst die ganze Zeit nur falsche Argumenten und danach merkst du das. Am Ende merkst du das dann, dann kann man sich schon über sich selbst lachen. Bei mir wäre das dann so, wenn man vielleicht Witze macht, wenn ich Witze mache und meine Freunde lachen darüber auch. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie auch Fehler mache, die ich dann auch selber lustig finde, dann lache ich auch darüber einfach. Ein Moment mit Fehler, ja? Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Arbeit schlecht schreibe, lache ich auch darüber. Weißt du, vielleicht kann die nächste besser werden. Was ist dein Bild, wenn du an die Fälle denkst? Wenn du den Begriff mein findest? Bild, wenn du an die Fälle siehst? Sehr unterschiedlich. Wie denn zum Beispiel? Die Vettel kann sehr kulturell, sehr spaßig sein. Viele Menschen aus anderen Ländern sind auch hier. Ja, und davon lernt man halt vieles. Was in dem Land so alles passiert, was da alles so läuft. Man redet sehr schön. Also Vettel, sehr schön Stadtteil. Ich habe eigentlich auch hier mit Vettel gute Erfahrungen bis jetzt gemacht, mit Freunden auch, die aus verschiedenen Ländern kommen auch. Und ja, also ich finde eigentlich, die Vettel ist, kann man sagen, manchmal ist es scheiße, manchmal ist es gut. Also für mich so. Was besonders finde, sind echt sehr sportlich und hier sind auch sehr viele sportliche Aktivitäten zu machen. Also Karate, Fußball, Kampfsport gibt es hier. Gibt es auch drei Spielplätze, also sehr viel. Ja. Sehr schön hier. Ja, also in der Vettel kann man halt sehr vieles machen. Man hat sehr viele Aktivitäten und es sind auch Leute aus verschiedenen Ländern und Nationen vorhanden. Und die leben hier in Harmonie und Frieden. Das ist die Elbe. Neben Fische drinnen. Stinkt nach Scheiße. Sollte man nicht schwimmen. Nicht, würde ich lieber nicht warten. Nee? Wozu würdest du nicht warten? Da drin zu schwimmen, würde ich nicht. Sehr gut. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zur Kunsthalle, Kunststätte. Ja, also es war ein ganz gutes Interview, glaube ich. Und gehen jetzt ganz langsam wieder zurück. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Das Haus der Jugend kann man sozusagen sagen. So, was haben wir hier zu sehen? Ja, die goldene Wand. Die goldene Wand. Besteht aus echtem Gold, wie man sehen kann. Und hat sehr viel Geld gekostet. Meiner Meinung nach Geldverschwendung. Thank you.
Ist jemand von euch hier zur Schule gegangen? Oder ja, meine Schwester und mein Bruder. Ja, wir haben ja oft auch so eine Projektwoche, wo wir halt so über, also wir haben pro Jahr ein anderes Land in Europa und dann müssen wir halt, da machen wir dazu halt verschiedene Sachen, die gucken, was gibt es dort für Traditionen, was gibt es dort für verschiedene, also was ist dort an diesem Land besonders. Und dann, ja, da kann man auch oft Interviews machen mit den Leuten, die aus dem Land dann kommen und dann erzählen die halt so ein bisschen. Also wo in Deutschland auch Also Mathe zum Beispiel, das ist, das fällt mir sehr schwer. Das heißt, du würdest in diesem Kindergarten mehr sein als in der Schule, oder? Hä? Würdest du in den Kindergarten oder in der Schule sein? In den Kindergarten natürlich. Was vermisst du hier am meisten? Meine Freunde. Wie heißt, was ist dein Lieblingsfach? Ich glaube, Kunst. Können wir weitergehen? Ja, ich will zum Spielplan. Danke. Oh, ich spiel mal mit euch. Ja, mach mal. Das sah lässig aus. Warst du hier schon mal in diesem Spielplatz? Einmal, aber nicht zum Spielen. Also, warst du mal, also du warst du mal mit Freunden gehen? Ja. Hast du so ein paar Noten? Ja, schon. Darf ich? Ja. Ich habe mit denen jetzt nicht mehr so Kontakt, aber ja, früher, da habe ich, also als ich neu umgezogen bin, da hat meine Mutter mich denen vorgestellt und dann haben wir erstmal viel unternommen. Dann hat kannst du, wenn du willst. Dann fragen wir dich, dass irgendwas zu paddeln für dich. Höchstens auf Instagram. Hallo! Keine Ahnung, warum dieses komische Ding hier steht, aber ich hab... da stehen, das mit dem Acker zum Beispiel, das wäre ja schon im Hintergrund. Das ist, genau, wenn du jetzt so da stehst, möchtest du, das wäre dann so eine Frage, möchtest du lieber so ruhig stehen mit dem See? Oder möchtest du lieber ein bisschen beweglich sein? Okay.
Ja. Boah, das war ja wirklich krass. Ja. Ja, ist geflogen. Geübt. Wie sind wir auf der Schule da? Diese Paddelschule? Ja, geht. Und ich habe mal eine Frage für oder du, Ben. Ja, wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt. Und wie würdest du deinen Alltag in der Schule beschreiben? Wie läuft so in der Schule? Macht es Spaß? Gut. Ja? Gut. Was ist das Wichtigste in der Schule? Zuhören, lernen und alles. Seinen Job tun. Ich gehe in die Fitze. Was? Ja? 4B. Weitere Fragen. Was ist dein Mittelfach? Für Mathe und Deutsch. Deutsch. Von so anderen Fächern. Schwimmen. Was ist dein Hobby? Mein Hobby. Fußball spielen, schwimmen und Basketball spielen. Auch mit Freunden machen. Was gefällt dir so an Fußballspielen am meisten? Teamarbeit, Spaß haben und Tore zu schießen. Vielleicht war das auch ein schönes Ende für das Interview. Dann bedanken wir uns, dass du dich bereit erklärt hast und wünschen euch noch einen schönen Nachmittag. Danke, gleichfalls. So, jetzt haben wir so ein bisschen wildes. Ich will. Ja, richtig einmal rüber. Fand ich total faszinierend. Und bei uns aber in Europa die Konvention eben rechts nach links und unten nach oben. Genau. Und zwar ist in der Mitte so ein Feld. Ja. Und jetzt musst du dir irgendwie mal wegen seinem Auge nehmen. Und wenn du das jetzt drehst. Ja, ich sehe über drei Augen. Der vierte Workshop wäre, oder vierte Arbeitsstation, wie man möchte, digitale Fotos. Videos, damit haben wir gestern ein bisschen angefangen. Das heißt, man könnte beides machen. Man könnte jetzt einfach sich nochmal. Ich habe kein Foto gemacht. Mhm. Also spielen die Augen für die Persönlichkeit auch eine wichtige Rolle. Hier. Hast du ihn gefunden? Ja. Dann habe ich Freunde, die das hier erzählten auch.
aus der Dose raus mit einem Flaschenöffner. Macht man alles da drin. Und dann, das kannst du gleich mal ausprobieren. Auf der Seite. Das ist ein bisschen anstrengend, ne? Ne, das passt auch so. Und dann. Entwickeln wir mal alle, dass wir die Ergebnisse haben. Zurück, nach vorne. Ja, genau so. Das machst du dann die ganze Zeit. Das ist jetzt wirklich schwer. Kannst du das einmal ausspülen? Und das auch? Ja, das mache ich auch. Ah, also. Jetzt haben wir 100. Gleich geht's weiter. Und los. Action. Action. Sehr vamos, gut. Vamos, vamos. Hombre. Sie? So ein Porträt hin
Anfang der 20er, also 1920 so, und ein heutiges, also diesen Kontrast nochmal verdeutlichen. Mhm. So, und es ist auch sehr interessant, weil die Bilder damals waren ja schwarz-weiß aufgenommen und heutzutage können wir schon mit Farbe und mit der Technik können wir auch den Hintergrund auch halt ändern. Ja? Und dann gibt es ja noch also der nächste Schritt wäre. Aber schon Farben. Also dass ihr euch eins davon aussucht. Und ich denke, ihr könnt ihn da reinhalten mit. Also schon 8 Vergabe. Also jetzt wird sich so langsam lohnen, etwas auszuprobieren. So, dass man, dass der Zuschauer dann so eine Art Feeling bekommt, weißt du? Jetzt ist das tatsächlich gefallen, dass ich hier auch sehr gerne also malen durfte und eben meinen kreativen Gedanken freien Lauf geben durfte und auch, dass ich zeichne, also mein Gesicht. Einmal ohne Augen, einmal mit Augen. Und ja, das war auch sehr schön. Museumsbesuch muss ich tatsächlich sagen, am Anfang, ja, okay. Aber als dann, als wir diesen klassischen alten ja, Ort, Abteil besucht haben, fand ich den Museumsbesuch sehr, sehr gut. Ja. Und was habe ich gelernt? Hast du eine Frage aus? Achso, genau. In diesem Workshop habe ich gelernt über mich selbst, also über die Frage, wer bin ich? Dass es mehr ist als nur mein Name, meine Herkunft oder wie ich aussehe, sondern auch viel damit zu tun, meine Gedanken, meine Handlungen, mein Gefühlen und auch wie ich bin, also wie ich zu anderen Menschen stehe. Das hat auch viel mehr damit zu tun und nicht nur mit dem privaten Namen. Ja. Was man mir gesagt hat, dass ich irgendwie schlecht war oder so, also ich konnte anfangen, was ich wollte, dass man hier auch mannschaftlich Tipps gegeben hat oder so. Und ich habe auch vieles gelernt, zum Beispiel über die Kamera und so. Ja. Also den Museumsbesuch fand ich etwas, also das ist nicht so meine Sache. Also diese Art von Museum kann man schon mal gucken. Mir hat es mir zweimal sehr gut gefallen, weil ich auch mehr über mich selber so nachdenken könnte und mich selber auf dem Bild darstellen könnte. Ich fand es halt auch interessant, mal zu wissen, wie man so einen Film macht und herstellt. Und allgemein mit euch, so diese Gemeinschaft fand ich sehr gut. Weil man sich immer gedacht hat, okay, wie male ich so gut, dass es echt aussieht, dass es aussieht als wäre es ein Foto, aber dass man es nicht mal machen muss, das habt ihr dann heute noch hinbekommen. Da sind super Ergebnisse bei rausgekommen, echt toll. Und achso, ja, was mir wichtig ist, auf jeden Fall, dass diese Frage, die euch jetzt in dieser Woche schon begleitet hat, dieses Wer bin ich und was genau, was macht mich aus und so weiter, das wird euch euer ganzes Leben lang begleiten. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und die Frage beschäftigt mich bis heute noch. Also gebt nicht auf, macht weiter und ich denke, dass wenn ihr auch daran weiterarbeitet, dass dieser Charakter, den ihr jetzt habt, auch immer weiterentwickelt. Klingt schon. War echt schön mit euch.